So, meine Freunde, mal so ein kleiner Nachtrag von den Cooler Master Master Fan Pro. Ja, ich habe sie also mit dem Controller angeschlossen. Obwohl jetzt nicht irgendwo hier sichtbar, dass das kleine Lämpchen irgendwie brennt, weil da hängen ja so viel Kabel dran. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt hier alles mit vorne irgendwo hängen haben. Muss ich mir vielleicht mal überlegen, ob ich das irgendwie noch hinkriege. Aber muss auch nicht sein. Ich kann ja an dem Gerät selber nichts mehr ändern. Ja, ihr seht jetzt hier also der Wechsel. Die Lüfter kann man dann auch nicht die Geschwindigkeit steuern. Man kann nur den Lichtwechsel, den kann man die Schnelligkeit ändern, wie schnell es sein soll. Ja, aber die Lüftergeschwindigkeit, das geht übers Board. Ich habe die übers Board gesteuert. Ich habe die jetzt auf niedrigster Stufe und also harmoniert zu dem Ganzen hier. Ja. Wer fragt, welche Farbe meine Abdeckung ist? Pink. Ja, ich habe mal pink gemacht. Jetzt könnt ihr es, glaube ich, sehen. Ja, jetzt ist es schimmert da zwar rot, aber die ist echt pink. Ja, ich wollte mal was Knalliges in mein Gehäuse. Ich habe hier alles jetzt drin. Ich habe durchsichtige blaue Schläuche. Ich habe die Cooler Master, die Alpha Cool Eisberg habe ich drin. Ja, die ich auseinander montiert habe. Ja, das Video habt ihr wahrscheinlich gesehen. Ja, und die rattert jetzt schön bei mir hier im Gehäuse. Absolut toll. Läuft wunderbar. Toi, toi, toi. Mal gucken, wie lange. Ja. Also, ist wirklich schön. Sieht gut aus. Also, auch von hinten die Lüfter. Mit der Software. Ja, jetzt schreit. Und da haben wir schon die Software. Also, ihr seht, ich muss das jetzt hier so ein bisschen abfilmen, aber ist ja nicht schlimm. Das geht ja. Ich habe das jetzt hier auf dieses Color Cycle. Ist auch nur in Englisch. Also, nicht in Deutsch oder so, alles in Englisch. Und viel ist hier nicht. Also hier an den Dingern selber hier, da kann man nichts klicken. Ich hatte eben mal hier Turn Off. Da ist natürlich alles auf, aus. Aber nur in Weiß. Warum nur in Weiß? Warum nicht in Bunt? Den Speed, den kann man dann hier noch verändern. Ja, also ihr seht das. Der übernimmt aber nichts hier. Also. Geht's mal? Ich gehe hier jetzt auf Rot. Hier kann ich. Achso, jetzt hat er hier Rot. Lila, jetzt gehe ich mal auf Apply. Ah, jetzt. Jetzt sind sie auch nicht so hell. Kann man wahrscheinlich hier auch noch. Brücke, Speed. Jetzt sind sie ganz dunkel. Vielleicht muss man da oben klicken, wenn es ganz helle. Ah, jetzt. Jetzt wird die Wiese grün. Ja. Auch schön. Ja, kann man mit rumspielen, warum nicht? Jetzt kann man hier den Speed langsamer machen. Ja. Oder eben auf 1. Dann geht das Ganze natürlich schön ganz langsam. Ja. Color Stars. Das kann man auch was langsamer machen. So ist er jetzt nochmal blau. Ja, jetzt wechselt er wieder. Wieso hat er jetzt keinen so ein Flash? Das
3. Also diese Stars. Sky. Overdeckes. Auch Overdeckes. Jetzt mache ich das Ganze mal schneller. Jetzt will er nicht mehr. Mach mir das geil. Ah, jetzt da. Aber nicht steht weiter. Der? Ah, jetzt 2, 3. Ah, der macht dann einfach zufallsmäßig. Da ist ja kein. Da ist wirklich nur Zufall. Aber mit Rot gehe ich auf Blau. Also das ist Spielerei. Da muss man mit rumspielen, Jungs. Also das ist natürlich hier. Hier kann man die lila oder blau oder eingeben. Auch grün. Gut, das Grün ist immer geil, ne? Ja, aber da ist wirklich einiges drin hier. Sehen wir mal hier drauf. Haben. Auf Spiel 3. Ich kann jetzt hier noch schneller machen. Und wie gesagt, die Helligkeit kann ich hier auf 3 Stufen. Ganz schwach. 2 und 3. Ja. Also wie gesagt, da muss man mit rumspielen, aber ich finde es gut. Ich finde es geil. Es sieht geil aus. Also ich finde wirklich. Ich weiß, jetzt sagen wieder viele bunte Kirmes. Ja, schön, finde ich gut. Ja, kommt immer mehr von den Sachen und immer mehr wird darauf hingearbeitet. Und ja, ich finde es echt super schön. Ja, so, ich hoffe, euch hat's. Ich habe noch was gefunden, was ganz Geiles. Hier, passt auf. Hier unten auf Mirage, da habe ich auf Sync 2. Da kann man hier diese M1, M2, M3. Und wenn ich hier M2 besorge, was jetzt passiert mit den Lüftern? Hup. Ja, oder auf 3. Dann sieht es anders aus, als wenn sie anders rumdrehen. Eins ist am geilsten. Die sehen aus, als wenn die ganz langsam laufen. Oh, ist das geil. Ja Leute, also happy, happy, happy. Geiler Lüfter. So, damit ihr dann natürlich auch mal bei Tag seht und nicht nur, wenn es zu so dunkel war, zeige ich euch das auch mal gerne bei Tag. Also ihr seht wirklich, die ist pink. Ich finde das geil. Immer was Neues. Ja, auch die Anschlüsse. Finde ich richtig geil da oben an der Eisbär. Ja, oben habe ich natürlich die leisen, super schönen Noise-Blocker. Ja, aber Lüfter sind geil, also muss ich sagen. Cooler Master, Hut ab. Gefallen? Wenn ja, Daumen hoch. Die nächsten Videos werden kommen. Lasst euch überraschen. Und ich sage nochmal vielen Dank fürs Einschalten und lasst mir ein Abo da. Da freue ich mich drüber. Ich verabschiede mich einfach im Dunkeln und sage ganz einfach Tschüss zusammen.